Herzlich willkommen zu deiner 1:1-Legung, eine 1:1-Legung jetzt für dich. Vorab, ich glänze ein bisschen, ich bin eingeölt, ich hoffe, das ist okay. Warum soll das nicht okay sein? Okay, jetzt eine Liebeslegung für dich und deine Liebe. Für alle Dazuschaltenden, das ist eine persönliche, private Legung. Bitte die Infobox durchlesen, vom Video anschauen. Und ja. Ich hoffe, diese Legung kann jetzt dir und deiner Liebe den Blick von außen geben, den du dir gewünscht hast. Und ich hoffe, es kann dir Klarheit verschaffen und schenken. Hier wird deine Energie abgebildet sein, hier seine Energie, eure geteilte Energie und eine Überblickskarte. Und ansonsten mach's dir gemütlich. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Video. Okidoki. Karten sind vorgemischt und wir mischen jetzt auch nochmal zusammen. Liebeslegung für dich und deine Liebe. Was? Geht ab für dich und deine Liebe. Okay. Neun Münzen. Neun Münzen, erste Energie. Diese Karte mische ich wieder rein. Aber was hat diese Karte jetzt zu sagen? Okay, das steht erstmal für alleine sein, das steht für Unabhängigkeit, das steht für Selbstständigkeit, das steht für ganz viel Hülle und Fülle, die euch oder die dich oder die ihn umgibt. Und gleichzeitig auch das, dass man das vielleicht gerade gar nicht so richtig sieht, was einen alles gerade Schönes umgibt. Diese Karte kann auch für Genuss stehen, dass es vielleicht Zeit ist, jetzt die kleinen Dinge mehr wertzuschätzen oder mehr zu genießen. Das Detail, das Detail, der Blick auf etwas gerichtet, etwas an dem festgehalten wird und eine Veränderung, die stattfinden darf für euch beide, dass sie die Fülle zusammenspüren könnt. Vielleicht wird die Fülle gerade nicht gesehen, weil man... Vielleicht sehen wir das in der Legung. Okidoki. So, einmal noch genau jetzt so, für dich jetzt, für deinen höchsten Weg, dein höchstes Wohl, jetzt für dich, was ist jetzt wichtig und jetzt bereichernd für dich? Okay, die Vögel. Vögel zwitschern und begrüßen uns zum Tag. Sehr schön. Okidoki. Neun Stäbe. Ah. Okay. Also war das auch schon so ein bisschen deine erste Energie. Zwei Stäbe. Deine persönliche Abschlussenergie. Okay. Du scheinst bereit für ein neues Kapitel zu sein. Du scheinst bereit für einen neuen Abschnitt zu sein. Du scheinst bereit für einfach für etwas Neues zu sein. Etwas ist hier schon zu Ende
und du bist bereit für das Neue. Und das Neue muss nicht, kann alles sein. Es kann alles sein. Das Neue kann alles sein. Eine neue Einstellung mit den neuen Stäben gegenüber einer Situation, eine neue Perspektive oder ein neuer Blickwinkel, neue Bewegung und neue Aktion, etwas, was von dir ausgeht oder auch neue Ruhe, eine neue Wahrheit, die du erkennst, eine Erkenntnis, die dich trifft, eine Veränderung, deine Liebe. Königin der Kelche. Okay. Gegenwartsorientiert, Bube der Stäbe, Hoffnungen, Erhalt. Okay. Es hat etwas mit dir zu tun. Geteilte Energie, der Narr. Möchtest du mehr? Ass der Kelche. Gegenwartsorientiert. Das ist sehr schön zu sehen. Zwei Kelche. Ah. Okay, und die Überblickskarte? Der Herrscher. Ass der Stäbe. Okay. Deine Energie zeigt mir hier ganz, ganz stark, dass deine Energie unzufrieden ist mit etwas und einen neuen Flair, einen neuen Kick, neue Dynamik, neue Action, neue Abenteuer, neue Wiederverbindung in der Liebe zwischen euch. Also hier wollen neu die Funken sprühen mit der Feuerenergie. Deine Energie, deine Seele möchte neue Bestätigungen richtig. Für die Flamme und die Leichtigkeit, die Liebe, die Quelle in euch, das, was euch wirklich verbindet. Ich habe vorhin gesagt, es ist etwas quasi in dir, es hat quasi mit dir etwas zu tun, weil deine Energie, die so die Unzufriedenheit auf eine Art zeigt, nicht schon eigentlich auch, beziehungsweise die Erschöpfung. Die Erschöpfung. Deine Energie zeigt die Erschöpfung und die Energie deiner Liebe scheint hier offen zu sein. Das Herz ist am Start und auch der Wunsch, zusammen aufzubauen, weiterzumachen. Wie viel Wert, auch die Werte, die ihr teilt und die so all das, was ihr aufgebaut habt schon, dass man das nicht einfach so hinschmeißen kann. Also hier ist so stark der Wille und der Wunsch und auch die Offenheit für den neuen Start, für den neuen Anfang. Geteilte Energie, der Nah, etwas Neues hat angefangen und das ist sehr, sehr schön zu sehen. 012. Ganz simpel, wie gut eure Energie wirklich zusammen funktioniert und dass du das vielleicht auch neu siehst, wie gut hier etwas wirklich eigentlich passt. Etwas scheint sehr gut zu passen und was auch immer vielleicht in Bezug auf diese Beziehung gerade bedrückend oder erschöpfend oder bedrängend scheint, hat vermutlich den Ursprung woanders als bei deinem Menschen. Deswegen halt bei dir irgendwas. Irgendwas im Inneren von deiner Seele, irgendetwas anderes, wonach du dich sehnst, was dich kickt. Okay, im Überblick der Herrscher, Macht, Kontrolle, der starke Wille, das kann auch sture Energie sein, festgefahrenes, Marsenergie, wie ihr beide fühlt, wie ihr beide gebt, die Kontrolle über etwas haben, die Kontrolle loslassen, vielleicht jemandem hier überlassen, neu die Kontrolle zu übernehmen. Der Abschluss in der Feuerkraft, neue Bewegung, neue Bewegung und vielleicht Klarheit neu in Bezug darauf, wie ihr miteinander umgeht. Vielleicht ist hier etwas verloren gegangen mit der Zeit, die ihr teilt. Okay, der Herrscher im Überblick. Der Herrscher im Überblick. Puh, in diesem Sinne auch guten Morgen. Beziehungsweise, wenn du dieses Reading siehst, ist es heute Abend. But, you know. Okay, Königin
Königin der Kelche zweimal. Das ist die tiefe Liebe füreinander, die ihr fühlt, dann die Herrscherenergie. Okidoki. Wie tief geht's also? Der Herrscher, jetzt im Überblick für euch beide. Der Herrscher im Überblick für dich und deine Liebe. Was ist jetzt wichtig aus der Kontrolle, aus dem Willen, aus der Macht, die Macht über etwas? Was ist das mit der Macht zwischen euch? Die Macht, die euch verbindet, wie ihr zusammengefunden habt? Was wird hier gebraucht? Was macht der Herrscher? Was braucht der Herrscher? Worauf geht es hier hinaus? Stark die Liebe im Zentrum, Ast der Kelche, zwei Kelche. Neu Selbstliebe, neu Erfüllung, Leben und Fühlen. Zusammen, vielleicht geht es hier auch um eine ganz neue Lebensrichtung, richtig? Mit den Narren aus der geteilten Energie. Eine Reise kann es auch buchstäblich sein. Der Narr zweimal, wo ich mich gerade auf ihn bezogen habe. Okay, der Herrscher, Ast der Stäbe, das ist ganz, ganz klarer Neuanfang. Und hier ist auch schon der Bube der Stäbe mit den zwei Stäben, die du zeigst. Du scheinst bereit für etwas zu sein, etwas für dich scheint zum Abschluss gekommen zu sein und deine Seele möchte richtig ein Level Up. Ein Level Up spüren und sehen und deine Liebe ist hier offen für diese Veränderung und für dieses Neue. Also vielleicht diese Sache in den Raum werfen. Wohin es euch tragen kann, wohin es vielleicht für euch weitergeht, wie es vielleicht weitergehen soll, richtig? Ast der Stäbe, dann haben wir hier auch vier Stäbe gegenwartsorientiert mit dem Ast der Kelche. Das ist eure Beziehung und das Commitment füreinander, dass ihr neu die Frische darin seht und wie tief verbunden ihr beide seid. Ast der Stäbe. Vier Kelche, Veränderung im Gefühl, das Ast der Kelche, das da ist, aber man kann es nicht sehen, man will es nicht sehen. Innere Einstellung, neu den Fokus darauf setzen, okay? Was bisher geschehen ist, was bisher geschah, zwischen uns, ich habe erkannt, dass etwas aus all dem für mich zu Ende gegangen ist und ich bin bereit für etwas Neues. Das sagt deine Energie in Bezug auf die Energie deiner Liebe. Also was ist das Neue, wonach sich dein Inneres sehnt? Was möchte hier neu erkannt werden? Die Wiederverbindung zwischen euch, drei Kirche auch hier, dass ihr zusammen starten könnt, was auch immer hier gestartet werden will. Königin der Münzen auf den Herrscher. Okay, das ist auch neu. Jetzt ist es stark auch so, die Energien in euch, wie sie sich neu einpendeln. Das gesehen wird vielleicht, auch wenn es vielleicht so ein bisschen archetypmäßig ist oder so, also jeder ist ja auch ein bisschen anders, aber dass man hier vielleicht neu jemandem die Kontrolle überlässt und neu einfach empfänglich ist für all die Ideen und neu sich dem Fluss und dem Strom ergibt, auch vielleicht dem Strom des Lebens. Und die Wünsche äußern scheint jetzt auch sehr wichtig zu sein. Und dann gleichzeitig, sobald der Wunsch geäußert wurde, einfach vertrauen, dass die Liebe des Gegenüber und alles sich genau so für dich ergibt. Also dann auch loslassen von allem und nicht festhalten. Loslassen. Okay. Okay, was ist das jetzt für dich? Die neuen Stäbe. Was ging lange, lange, lange und was ist jetzt zu Ende? Wovon hast du abgelassen? Welchen Kampf hast du lange gekämpft und kämpfst du nun nicht mehr? Was hast du vielleicht neu über Grenzen gelernt? Wie weit du etwas an dich heranlässt?
Vielleicht auch andere Menschen, die du zu nah an dich herangelassen hast. 9 Stäbe steht auch so für Erschöpfung. Kann auch für neue Gewohnheiten stehen. Zusammen. Es braucht viel Zeit, um zu diesem Abschluss zu kommen. Es braucht viel Zeit, bis erkannt wird, dass etwas zu Ende ist oder aussichtslos ist und dass man jetzt eine neue Richtung einschlagen darf. Es braucht viel Zeit, bis man sich an diese Energie richtig gewöhnt hat. Wie viel Zeit ist also vergangen? Neun Stäbe. Was ist wichtig aus dieser Feuerenergie jetzt für dich? Aus dem aktiven Element 10 Stäbe. 10 Stäbe, okay. Oh, guck mal, jetzt kommt noch mal stark, stark dein Wunsch durch. Und der König der Stäbe. Aha. Möchtest du hier vielleicht, dass deine Liebe neu die Kontrolle über etwas nimmt oder möchtest du dich vielleicht auf etwas Neues einlassen? Deine Energie zeigt hier Erschöpfung und auch so dieses Gefühl, dass man irgendetwas alleine trägt, dass man irgendetwas alleine voranbringt. Und es ist aber auch so, dass man das gar nicht alleine machen muss, aber dass man sich selbst diese ganze Last aufgepackt hat. Also vielleicht neu sehen, dass für dich hier jemand an der Seite ist, der dir das gerne auch leichter machen würde. Dieser Mensch weiß höchstwahrscheinlich gerade noch nicht, wie es dir wirklich geht. Oder weiß es vielleicht schon. Sieht von den Karten jetzt nicht so aus, als wäre es richtig angekommen. Der Stern. Sehnsucht nach mehr. Sehnsucht nach so Leitung und Führung, dass man etwas neu vertrauen kann, dass man auch eventuell jemandem neu vertrauen kann und sich jetzt hier neu wirklich auf jemanden einlässt. Ass der Stäbe, den Herrscher, Herrscher und dann hier König der Stäbe. Kommt stark durch, als hättest du lange vielleicht auch die Kontrolle über etwas gehabt oder du hättest lange etwas geleitet und gelenkt und jetzt ist vielleicht für dich auch so eine Ruhephase oder so eine Ruhepause. 4 Schwerter steht nämlich auch für Pause oder Ruhe, Meditation, leichte Heilung, Innenkehr, Beobachtung der Dinge und auch, dass du einen neuen Fluss und eine neue Verbindung in dir selbst mit deiner inneren Stimme, auch mit dem Sternschlag und deiner Intuition spürst, dass du hier vielleicht neu erkennst, was es für ein Weg ist, der nach dir ruft. Oder wa was da nach dir ruft, was ist das, warum du dich in dir gerade so aufgestaut und erschöpft fühlst, was möchte sich gerade eigentlich noch mit dir verbinden? So, auf tieferer Ebene. Etwas scheint in der Vergangenheit nicht mehr befriedigend gewesen zu sein. Und dein Herz wollte mehr, hat sich nach mehr gesehnt. Okidoki, gegenwartsorientiert, wir klären weiter, die 2 Stäbe für dich. Das ist, dass du dich jetzt schon bereit gemacht hast. Und es kann sein, dass du gegenwärtig vielleicht immer noch neu erkennst, welche Richtung es ist, in die dich dein Herz zieht, in die dich deine Seele zieht und wonach du dich wirklich sehnst. Was ist diese Prise von Frische und diese Tiefe, nach der du dich sehnst und die du dir herbei wünschst? Du bist bereit für etwas. Du bist bereit für etwas und du stehst quasi am Startfeld. Du hast es klar im Blick.
Und die Schritte werden noch nicht gegangen. Die Schritte werden noch nicht gegangen. Zukunftsorientiert zeigst du auch die vier Schwerter. Also scheint jetzt Ruhe mit etwas sehr wichtig zu sein. Und vielleicht, dass man zusammen mit deiner Liebe auf einen neuen Nenner kommt. Weil deine Liebe hier auch bereit zu sein scheint. Also vielleicht bist du noch nicht losgegangen. Und vielleicht ist gerade dieser Zustand, weil genau das zusammen gemacht werden möchte. Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören. Sehr, sehr interessant. Was ist das für dich? Zwei Stäbe jetzt gegenwartsorientiert. Wofür bist du so bereit? Was hast du erkannt? Ganz klar dein Wunsch. Gegenwärtig immer noch. Neue Stabilität und Sicherheit. Scheint auch auf eine Art gegeben zu sein. Also kannst du dich, du kannst dich auf eine Sache hier ganz klar verlassen. Und du weißt, worauf es ist, worauf du dich verlassen kannst. Und hier ist noch eine neue Komponente von etwas. Und ganz passend für das Neue zeigt deine Liebe mir Mut hier, gegenwartsorientiert, mutig zu sein. Ergänzt ihr euch auch auf diese Art? Hier der Herrscher, der Turm. Überraschungen, Unberechenbares. Altes Fundament weg, neues Fundament, was erschaffen wird in der geteilten Energie der Nah. Und dann auch hier mit dieser Base, dass etwas wirklich, wirklich so nicht mehr hätte weitergehen können. Ich weiß nicht, ob es eine innere Einstellung war, eine Situation, ein Umfeld, vielleicht auch eine Wohnsituation oder andere Menschen oder Arbeit, irgendwas oder vielleicht auch eine Dynamik zwischen euch, die so ein bisschen ausgelaufen war und dann hat man hier sich neu zusammengefunden und dann hier das offene Herz deiner Liebe. Also hier ist etwas ganz klar neu erkannt und neu angefangen worden. Okay, so die zwei Stäbe. Die zwei Stäbe gegenwartsorientiert. Was ist jetzt aus den zwei Stäben für dich? Was ist jetzt aus den zwei Stäben für dich? Guck mal, auf ihn. Ah, der Eremit. Jungfrauenenergie. Okay. Oh, König der Münzen. Das ist ein bisschen jetzt aber auch so doppelt gemoppelt. Okay. Okay. Auch Stierenergie. Okay, noch eine. Aha, tief. Okay, Moment, 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 Moment. Zwei Stäbe, dann direkt du darauf und dann nochmal König der Münzen und das ist deine Energie. Deine Energie wieder, wie sie in Kontrolle ist. Also du scheinst hier stark den Knopf in der Hand zu haben, etwas anzufangen, etwas zu starten, mit etwas loszulegen und du machst es noch nicht. Dein Blick ist auf den Teil deiner Energie gelenkt und gerichtet, die gibt. Deine Energie, auch mit der ganzen Feuerenergie, ist hier gerade viel auf Geben aus und ich glaube, weil wir haben hier den Herrscher im Überblick und dann die Königin der Münzen darauf, also auch das Gegenstück, auch in eurer Dynamik, ist es so neu, dass du vielleicht in die empfängliche Energie kommst. Du zeigst stark, dass du deinen Weg gehen möchtest. Du möchtest deinen Weg gehen, dich auch von nichts abhalten lassen. Okay. Sind hier noch andere Menschen, die irgendwie relevant sind? Die Herrscherin. Die Herrscherin. Das ist die Venus-Energie. Die habe ich schon ein bisschen durchgespielt, als ich den König der Münzen gesehen habe. Die Herrscherin. Und das bestätigt jetzt gerade auch die Veränderung, die gerade im Gefühl stattfindet. Vier, fünf, neun Kelche. Wir haben mit den neun Münzen angefangen, mit den neun Stäben dann hier. Aus der Unabhängigkeit und aus der Selbstständigkeit. Es scheint ein wichtiger Aspekt für energetisch gesehen zumindest für deine Seele zu sein,
aus der Dynamik mit deiner Liebe immer noch in deiner persönlichen Stärke zu sein. Und ich sehe, dass ein Teil von dir neu sich selbst bestärken möchte und auch lange sich selbst stark gezeigt und präsentiert hat. Und ich glaube, deine Energie möchte hier neu sich mit dem sensiblen Kern verbinden und in der Tiefe irgendetwas, was vielleicht auch ein bisschen auf Angriffsmodus war, möchte hier einfach zur Ruhe kommen, richtig? Die Herrscherin. Oh. Zwei Stäbe bereit sein. Du, was du erkannt hast, über die Verbindung, über die Beziehung. Vielleicht sind es auch nächste Schritte, nächste offizielle Schritte, nach denen du dich sehnst. Etwas, was du von deiner Liebe erwartest. Okay. Vier Schwerter hier in der Tendenz. Ruhe, eine Wahrheit, die du erkannt hast, auch mit deiner Liebe, Stabilität und Sicherheit, auch auf mentaler Ebene, dass ihr euch gut versteht, dass ihr gleiche Ansichten habt, dass ihr den Blickwinkel auf die Welt und eure Perspektiven teilt, dass es auch Leichtigkeit in der Art, wie ihr miteinander redet, wie ihr in der Art, wie ihr miteinander kommuniziert, dass ihr euch einfach versteht. Und hier möchte Ruhe in dein System einkehren und ich glaube, diese Ruhe ist wirklich essentiell und richtig wichtig, damit du einen neuen Fluss in deiner eigenen Energie erkennst. Dadurch, dass du dann diesen neuen Fluss in deiner eigenen Energie erkennst, dass der Rest dann auch automatisch fließt, dass du auch empfänglicher bist für die Liebe, die deine Liebe dir geben möchte, dass du es neu annehmen kannst und auch nochmal abgesehen von dem zwischen euch, dass hier ein neuer Weg richtig startet mit dem Narren, dem Ass der Kelche und den zwei Kelchen, wie sich hier etwas ganz leicht für euch entfaltet und es scheint eine Sache zu sein, die du lange vielleicht auch unterdrückt hast, aber jetzt ist vielleicht auch der Punkt so stark geworden, dass du dir denkst, oder vielleicht kommt es auch in Kürze, dass du dir denkst, okay, nein, ich möchte das unbedingt, ich muss in diese Richtung gehen, ich muss das machen. Irgendetwas auch mit dem Ast der Stäbe hier auf den Herrscher, auf das du dich voll und ganz einlassen möchtest und auf das du dich auch erst voll und ganz einlassen kannst, sobald du hier neu in Urvertrauen in dir erwächst und zur Ruhe kommst mit einem Aspekt, der lange so auf Anspannung war. Vier Schwerter. Vier Schwerter für dich. Was zeigen jetzt die vier Schwerter? Was zeigen jetzt die vier Schwerter? Die Sicherheit und die Wahrheit. Eine neue Richtung, nach der du dich sehnst. Und es kommt auch erstmal darauf an, das Glück hier und jetzt neu zu erkennen und neu sehen. Alles andere folgt automatisch. Hier und jetzt möchte etwas zu dir finden. Hier und jetzt möchte etwas zu dir finden. Bist du bereit und empfänglich, es zu empfangen? Aha. Der Tod, die Kraft. Dein Gefühl, dein Mond, deine Emotion, dein Inneres. Viel, viel dein Inneres. In der Beziehung, wie vielleicht ein Aspekt Stress bereitet hat. Wie erfüllend etwas wirklich ist. Okay. Vier Schwerter jetzt für dich. Vier Schwerter jetzt für dich. Stäbe, Kommunikation, Feuerenergie immer noch und es scheint dir wirklich wichtig zu sein, was auch immer du erkannt hast, was auch immer du vielleicht, was dir lange durch den Kopf gegangen ist, vielleicht eine Sache, die du auch, ich weiß nicht, ob du es erahnt hast, aber irgendetwas, womit du vielleicht auch ein bisschen gerechnet hast, was du einfach gespürt hast, dass es irgendwann kommt. Es scheint jetzt wirklich so, als wäre jetzt der Zeitpunkt, dass diese Sache Thema ist oder Thema wird. Königin der Münzen. Lol, es ist wieder das. Also du selbst wieder. Du selbst, wie du einfach in eine neue, und das ist voll schön, das ist eine neue entspannte Energie in dir. Das ist auch
deine entwickelte und entfaltete Energie, dass du den Blick nach innen gelenkt hast und dass es jetzt wirklich die Zeit ist, für dich etwas ganz auszuleben. Königin der Schwerter. Okay. Sehr stark und sehr entwickelt deine Energie. Sehr stark und sehr entwickelt. Gerade scheinen so also Etappen zu sein von deiner Geschichte, in denen du neu etwas, was du meinst, alleine tragen zu müssen, teilen darfst. Ganz, ganz klar. Hier darf etwas geteilt werden. Es ist sogar gut und bereichernd und wichtig, dass du das teilst, weil das auch, glaube ich, der nächste Schritt ist, dass du in deine neue Energie hier richtig findest und kommst. Deine Herzensenergie. 8. Angst davor. Konfrontation mit der 8. Angst. Umwandlung. Okay, für deine Liebe jetzt. Für deine Liebe jetzt. Deine Liebe fängt an mit der Königin der Kelche. Königin der Kelche. Offene Energie, Bereitschaft, mitfühlend, etwas verschlossen auf eine Art. Auf eine Art etwas verschlossen. Vielleicht auch direkt so, wenn es nicht direkt gesehen wird oder angenommen wird oder erkannt wird, das ist auch literally halt Krebsenergie. Also deine Liebe ist sehr krass am Start mit Herz, mit Leib und mit Seele. Vielleicht neu sehen und neu akzeptieren, wie deine Liebe wirklich ist. Okay. Sensibel. Königin der Kelche. Königin der Kelche. Für deine Liebe jetzt. Die Liebe zu dir. Dein Mensch ist sehr präsent in der Beziehung zu dir, sehr bewusst. Eine große Priorität scheint es zu sein. Okay. Vielleicht etwas verschlossen mit einer Sache, irgendwie vielleicht auch gekränkt wegen irgendetwas. Sehr sensibel. Stark, du musst es nicht alleine machen, Energie. Deine Liebe will mit Energie. Königin der Kelche. Okay. Der Narr und der Magier. 8 Münzen. 8 Münzen, 10 Münzen. Das ist die Zeit, das ist der Erhalt, das ist die echte Energie, das ist die Stabilität, das ist die Sicherheit, die ihr einander gebt. Das ist der Wille, auch daran zu arbeiten, das ist die Entschlossenheit. Okay. 8 Stäbe. 8, 8. Fülle und Reichtum ist hier für dich 8 wieder von der Tendenz. Und du erkennst es. Oh. 3 Münzen. Bube der Münzen. Bube der Münzen. Bube der Stäbe. Wünsche für die Zukunft. Vielleicht habt ihr verschiedene Ansichten für die Zukunft. Deine Liebe scheint ja auch stark auf Familie aus zu sein. Möchtest du noch ein anderes Abenteuer davor erleben? Oder was sind deine inneren Wünsche? Was möchtest du? Vielleicht doch das auch erstmal neu erkennen. Vielleicht eine gemeinsame Reise, die euch gut tut auf eine Art. Auch wenn es nur kurz ist. Sich klar über etwas werden. 3 Münzen. 8 Münzen, 8 Stäbe, Kommunikation und Entschlossenheit. Ganz klar, in welche Richtung man das hier lenken möchte. 3 Münzen. Und der Bube der Münzen. Weiter zusammen investieren, sich einer neuen Erfahrung öffnen. Sehr bereit. Das kann jetzt auch diese Energie sein, dass deine Liebe vielleicht manchmal etwas so unreif sich verhält oder wirkt. Oder vielleicht auch,
Du scheinst ja so diese Tiefe und dieses viel, der tief, das bisschen so ernste Energie auf eine Art. Und deine Liebe scheint hier so vielleicht auch manchmal so ein bisschen so bläuäugig zu sein. Nennt man das bläuäugig? Wenn man so. Es ist nicht mal nur Leichtigkeit, es ist noch mehr so, dass man vielleicht so irgendwas. Vielleicht erklärt es so ein bisschen die Anspannungen, dass irgendetwas Kleines passiert, dann ist es so kurz Thema und dann ist deine Liebe, sieht es, nimmt es wahr und dann ist es aber dann auch schon wieder vergessen, mäßig. Aber für dich ist das etwas Größeres. Okay, Bube der Stäbe jetzt für deine Liebe. Bube der Stäbe für deine Liebe jetzt. Neu, also sehen, wie deine Liebe wirklich ist, deine Liebe in eine neue Energie kommen lassen, sich die Ideen neu annehmen und du auch, wie du in deine neue Energie kommst. Bube Stäbe, Bube der Stäbe. Bube der Stäbe, jetzt für deine Liebe. Eine neue Erfahrung, Neugierde, Bereitschaft. Du zeigst Bereitschaft, deine Liebe zeigt Bereitschaft auf zwei verschiedene Arten, die sich auch sehr schön ergänzen in Bezug auf Hoffnungen und erfüllte Wünsche. Bube der Stäbe. Buben können auch immer natürlich für Kinder stehen. Wir haben ja nämlich auch Königin der Münzen, König der Münzen, auch wenn die Erde ausgeprägt ist. So diese Ehepaarenergie und dann so Familie gründen, weil hier sind auch die 10 Münzen und dann die Königin der Kelche. Fürsorge. Okay. Bube der Stäbe jetzt für deine Liebe. Was ist jetzt aus dem Bube der Stäbe für deine Liebe? 6 Münzen. Nochmal Erdenergie. Das Fundament und die Beziehung für deine Liebe scheint deiner Liebe richtig, richtig wichtig zu sein. Nicht nur, dass deine Liebe tief für dich fühlt und liebt, sondern deine Liebe möchte mit dir bauen. Gegenwärtig für die Zukunft und ist auch dankbar und froh darüber, was ihr in der Vergangenheit zusammen alles geschafft habt bereits. 5 Münzen. 5 Münzen, 6 Münzen. Veränderung, deine Liebe scheint sich klar darüber zu sein, dass eine Komponente sich gerade verändern sollte, im besten Fall. Neue sind für euch selbst und stark dieses, man kann es zusammen schaffen. Man ist sich klar darüber, dass etwas umgewandelt werden muss und dass hier Veränderung richtig bereichernd ist. Die Welt, neuer Zyklus. Aha. Eventuell die Dinge auch weniger praktisch angehen, aus der Perspektive von deiner Liebe, die Dinge weniger praktisch angehen. Das ist wieder Loslassenergie. Loslass und frei fließende Energie. Und das ist auch Druck und Stress aus dem Kopf, der nachlässt. Druck und Stress aus dem Kopf, der nachlässt. Über was wurde sich hier der Kopf zerbrochen? Die Welt gegenwartsorientiert. Neues Leben, neues Glück, Klarheit, Erschaffung, Zyklen, die beendet werden, Zyklen, die neu anfangen daraus. Zusammen für euch. Was ihr erschaffen könnt. Es ist wichtig, dass ihr euch beide dafür entscheidet, aus freiem Willen heraus, und dass ihr richtig erkennt zusammen, was für ein Glück ihr miteinander habt, wie bereichernd die Verbindung jetzt wirklich ist, wie einzigartig. Starkes Vertrauen. Boah. 10 Münzen.
10 Münzen in der Tendenz für deine Liebe. Das ist weiterhin der Erhalt. Man ist sich klar darüber, dass vielleicht war eine Sache in der Vergangenheit auch zu viel. Vielleicht warst du ein bisschen so zu viel des guten Energie. Okay. 10 Münzen jetzt für deine Liebe. Der Herrscher und das Ass der Kelche wieder. Der Herrscher. Wer ist von euch beiden zurzeit in der Energie, dass man die Kontrolle und die Macht über etwas hat? Und derjenige, der in dieser Kontrolle ist, möchte derjenige wirklich die Kontrolle über diese Sache? Vielleicht neu etwas abgeben, teilen, klären, zusammen etwas machen? Ass der Kelche, Ursprungsenergie. Wie hat etwas angefangen? Wie hat es sich dann entwickelt? Wie ist es so weit gekommen? 10 Münzen jetzt für deine Liebe in der Tendenz. 10 Münzen. Also Erhalt, das Miteinander, die ganzen Menschen, die euch sonst noch so umgeben. Der Aufbau und die Struktur, das Fundament, Reichtum und Fülle, das ist so, da, 10 Münzen ist eigentlich alles, was man will. So, ganz simpel eigentlich. So alles, was man will. Und deine Liebe scheint mit dir zu alles zu wollen. Du wirst dir vielleicht auch neu klar darüber, dass du erstmal checkst, okay, was ist überhaupt alles, was ich will? So, wie soll ich alles, was ich will, haben, wenn ich nicht mal weiß, was alles, was ich will, ist? Aus der Kirche kommt die ganze Zeit gerade durch. Ihr habt es auch geteilt in der gegenwartsorientierten Energie. Und das ist sehr, sehr stark. Und schön zu sehen. Okay, die 10 Münzen jetzt bitte für dich und deine Liebe. Wieder der Herrscher. Ritter der Kirche, der bringt das Ass der Kirche. Das ist Kommunikation und das ist so auch so mehr Romantik und liebevolle Energie, leichte Energie, Mitteilungen, Liebesbotschaften, die Liebe klar machen. Vielleicht muss die Liebe hier neu gewonnen werden. Vielleicht möchte dein Herz neu gewonnen werden. Wünsche deiner Liebe äußern, eventuell kann auch sowas sein. Okay, 10 Münzen für die Struktur. Guck mal, der Narr, König der Stäbe. König der Stäbe, der Narr. Aus dem, was war. Aus dem, was war. Dass etwas weitergeht jetzt einfach. Etwas geht jetzt einfach weiter. Du erkennst in dir eine neue Energie. Und du weißt, eine Entscheidung, die du triffst, und es wird die richtige Entscheidung sein. Die Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, auch wenn manche vielleicht so zu kurzzeitig zu Stress gesorgt haben, dass es im Großen und Ganzen immer noch dich auf deinen Weg und auf deinen Pfad gebracht hat und dass du jetzt ganz neu vertrauen darfst, wirklich. Der Narr und der König der Stäbe. Leidenschaft, feurige Energie. Auch so ein bisschen vielleicht so. Das ist jetzt interessant, aber das ist dann auch schön zu sehen. Das ist so dieses, das Beste von beiden Welten. So sensibler Kern, aber trotzdem dann auch so eine härtere Seite. Noch eine für die 10 Münzen. Das Abenteuer, Neutralität. Neutralität. Vielleicht der Vergangenheit gegenüber eine neue neutrale Einstellung finden im Inneren. Da sind auch große Kapitel für euch. Noch eine auf die 10 Münzen. Noch eine auf die 10 Münzen, den Narren und den König der Stäbe. Zehn Stäbe. Es kommt stark so rüber, dass deine Liebe einerseits sehr sensibel ist und andererseits sehr hart ist und dass vielleicht ein Punkt ist, dass sie euch neu vom Herzen miteinander mitteilt. Deine Liebe scheint klare Wünsche für die Zukunft zu haben. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das miteinander schon durchgegangen seid, aber deine Liebe scheint dir ganz, ganz klare Vorstellungen zu haben, wie es weitergeht, wie es weitergehen soll. Wie ihr weiterhin aufbaut und
wie einfach etwas zusammen gemacht wird. Und das ist auch diese Überzeugung, das ist so starke Überzeugung, dass einfach wirklich etwas klappt. Man will es so klar, man fühlt es so klar, man denkt so, okay, so ist es. Und dann in deiner Energie, du bist auch bereit dafür und das vielleicht jetzt neu sehen, dass du richtig bereit dafür bist. Vier Schwerter, genau in dem Tempo, du gibst das Tempo an. Herrscherin-Energie, neu wirklich all deine Wünsche richtig äußern und zum Vorschein bringen und ganz klarstellen, wie du dir was vorstellst. Dir neu klar darüber werden, wie du dir was vorstellst und wie du etwas möchtest. Hier noch eine. Noch eine quasi von hier. Auf die 10 Münzen. Deine Liebe für dich. Was ist jetzt noch? Eine Karte von da bitte. Der Narr und der König der Stäbe. Der Narr und der König der Stäbe auf die 10 Münzen. Okay, noch einmal. Das ging sehr schnell. Ritter der Stäbe. Das ist leidenschaftliche Energie. Das ist der starke Wille. Den Willen, den ich auch gerade schon ein bisschen angedeutet habe. Das ist der starke Wille. Das ist Leidenschaft. Das ist ein reines Herz. Das ist der Wille und der Wunsch, etwas zu schaffen, das ist auch viel Pep und Energie dahinter, jetzt etwas voranzubringen. Und jetzt auch mit aus dem Deck heraus ist das auch die Umwandlung der Energien von Anspannungen, wie das jetzt neu geleitet wird und wie man etwas Kreatives daraus schafft und wie man vielleicht neu Lebenslust und Lebensfreude und Lebensqualität richtig entdeckt und auch die Qualitäten im Gegenüber, wie ihr beide neu die positiven Seiten in euch erweckt und entdeckt und erkennt und auch in euch selbst. Der Narr aus der geteilten Energie, aus der Energie, aus der ihr kommt, das ist jetzt auch ein bisschen in Zeitlosigkeit. Neues Kapitel, Neutralität gegenüber einer Situation aus der Vergangenheit, die vielleicht zu Stress gesorgt hat oder für Konflikt gesorgt hat oder irgendetwas, was ihr geklärt habt und dann habt ihr daran gearbeitet und ihr habt es gelöst, ihr habt darüber geredet. Der Narr, ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel. Abenteuer, es kann ein großes Abenteuer sein, es kann ein kleines Abenteuer sein, es kann eine neue Aktivität sein, einen neuen Weg gehen, eine neue Erfahrung, irgendetwas. Es kann auch etwas sein, was eigentlich gar nicht neu ist, aber dass man einfach eine neue Einstellung gegenüber dieser Sache hat. Also die Narr-Energie. Für euch beide und wir sehen es hier, ist auch hier schon im Wunsch deiner Liebe in Leichtigkeit etwas neu zu machen und neu zu beschreiten, wie die Zukunft vielleicht aufgebaut wird. Vielleicht habt ihr das schon mal in der Vergangenheit geklärt zusammen. Du hast deine Wünsche geäußert. Der Narr. Das ist auch diese Energie so, ich für dich, du für mich, ganz, ganz stark. Und mit einer Sache scheinst du dich vielleicht also alleine gefühlt zu haben. Aber das ist auch vielleicht einfach wirklich so in deiner persönlichen Entwicklung oder in deinem System eine Sache, die gerade sich neu entfalten und verändern darf. Weil es dir zu einem Abschluss gekommen ist. Der Narr für euch beide in der geteilten Energie. Ihr teilt die Einstellung. Ihr teilt das offene Herz. Ihr teilt die Bedingungslosigkeit gegenüber einander. Der Narr. Der Narr. Okay.
Vielleicht ist dein Mensch ja auch eine Zeit lang, vielleicht seid ihr gemütlich geworden. Danach. Neues Feuer, neuer Pep, neue Energie, Elan auf das Herz. Zwei Stäbe. Das ist. Aha. Okay. In der Beziehung. Prinz der Stäbe. Und hier trifft es sich so. Und das ist genau diese Energie, die aus der Gemütlichkeit raus ist, bereit ist jetzt und etwas wird angefangen, richtig. Geduld, Zeit, Schütze, Energie, Heilung, Balance, Optimismus, Vertrauen, Geduld. Geduld habe ich schon gesagt, ne? Ja. Geduld, 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 okay, Geduld scheint wichtig zu sein. Geduld, Geduld habt ihr aber auch anscheinend füreinander stark. Okay. Aus dem Narren, dreimal Feuerenergie, Hoffnungen. Erfolgreich scheint etwas zu klappen für euch. Und man darf jetzt auch hier neu vertrauen, dass etwas erfolgreich klappt. Die Energie, die ihr habt, nutzen und anwenden. Jetzt nicht einfach nur quasi auch rumsitzen mit irgendetwas, sondern etwas richtig jetzt in die Wege leiten. Dem Wunsch folgen. Es scheint hier wirklich bereit zu sein. Die Welt gegenwartsorientiert, neu da für die neue Erfahrung. Man weiß, es ist bereichernd. Man kann einander vertrauen. Man ist jetzt stark genug für etwas. Das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche. Frische, Leichtigkeit, die Quelle. Das Warten hat irgendwann ein Ende. Das Neue ist da. Zweimal Königin der Münzen, König der Münzen, die Verbindung, Herrscherin, das ist auch so, das ist so fruchtbare Energie, reife Energie, entwickelte Energie, mütterliche Energie. Ass der Kelche, was zeigt das Ass der Kelche also hier für euch beide in der geteilten Energie? Neu, wie ihr die Welt. Es geht gerade in eine ganz bestimmte Richtung. Und das fühlt sich richtig, richtig, richtig schön an. Richtig, richtig schön. Und so, guck mal, und genau hier ist das Rad des Schicksals, wo ich das sage. Und der Herrscher. Das fühlt sich sehr, sehr schön an. Und es ist gegenwartsorientiert. Also es ist sehr frisch, sehr aktuell. Neuer Fluss, der dich richtig. Neue Einstellung, ganz viel Ruhe. Nimm dir so viel Ruhe, die wie du brauchst. Hier ist jemand richtig schön für dich da und du hast was richtig Krasses geschafft oder du bist dabei, etwas richtig Krasses zu schaffen. Und du kannst sehr stolz auf dich sein, auch von dem, woher du kommst, was du jetzt hinter dir gelassen hast, was du durchgemacht hast. Ass der Kelche. Du hast etwas sehr quasi Schönes auch so zur Welt gebracht, Energie. Ist vielleicht der Eremit, hier bist du. Ein Wunsch in dir, fünf Schwerter, zwei Kelche darauf, wieder Verbindung. Ah, zwei aus Versehen gezogen. Der Teufel und die sieben Münzen. Viel Zeit ist vergangen und jetzt ist richtig auch die Zeit, dich um dich selbst zu kümmern, dich um dich selbst zu kümmern. Du kümmerst dich um dich selbst und automatisch kümmerst du dich somit auch um die Beziehung. Also du auch als deine neue oberste Priorität. Du hast starke Unterstützung deiner Liebe. Denn so etwas scheint ja auch endlich zum Vorschein gekommen zu sein. Etwas, was du erkannt hast mit der Zeit. Und es geht jetzt auch darum, wirklich deine ganzen, alles, was dich im Inneren noch bedrückt hat oder alles, was dich aktuell vielleicht immer noch bedrückt, dass das alles wahrgenommen wird. Und auch zur Kenntnis genommen wird und angenommen wird. Zwei Kelche darauf. Die Schwierigkeit darin, die Liebe zu leben,
das Ass der Kelche, der Teufel, die fünf Schwerter, die sieben Münzen, die Liebe zu sich selbst wollte erstmal neu entfalten und neu da sein. In der Vergangenheit starke Anziehung so oder so und jetzt diese neuen Standpunkte heraus aus ganzer Liebe in mir für dich und so ihr beide zusammen. Und dann habt ihr hier direkt die zwei Kelche darauf. Also auch wie ihr miteinander gewachsen seid und wie ihr immer noch miteinander wachsen könnt. Und dass es so eine wunderschöne, ewige Reise ist, was das für ein Geschenk ist, einen Menschen an der Seite zu haben, mit dem man zusammen wachsen darf, was man alles zusammen durchlebt hat und wie man einander inspiriert und lernt und das Leben erfährt. Zwei Kelche, zwei Kelche. Neue Klarheit für euch beide im Geist. Etwas, was neu ins Bewusstsein kommt. Die Herrscherin wieder, deine gegenwartsorientierte Energie mit einer Sache, wo du jetzt vielleicht auch Vollgas geben darfst oder eine Sache, die jetzt vielleicht mit Vollgas auf dich zukommt. Also bist du bereit dafür? Guck mal, Herrscherin der Eremit, genau das, was du hier schon zeigst. Mit deiner Bereitschaft und auch so. Warum wird gewartet? Auf was wird gewartet? Vielleicht neu erkennen, worauf es ist, das, worauf gewartet wird. Zwei Kelche hier für euch beide jetzt in der Tendenz. Die Liebe zueinander. Etwas scheint richtig klar zu sein. Und es geht jetzt vielleicht auch wirklich darum, das Offensichtliche einfach auszusprechen und das Offensichtliche wirklich klar zu machen. Vielleicht ist zwischen euch eine Sache schon so. Man denkt, es ist so offensichtlich, vielleicht weil ihr schon so daran gewöhnt seid. Und vielleicht geht es neu darum, das wirklich so zu verbalisieren. Auch mit den acht Stäben hier und mit den acht Stäben hier. Kommunikation ein großer Aspekt, dass etwas so nicht verloren geht, dass etwas erhalten bleibt. Und das ist anders als Festhalten Energie, das ist Loslassen und sich aber auch immer wieder neu auf so auf euch einlassen. Zwei Kelche für dich und deine Liebe. Zwei Kelche für dich und deine Liebe. Sehr viel Arbeit scheint in deiner Sache zu stecken. Deine Liebe scheint auch sehr fleißig zu sein. Du scheinst sehr fleißig zu sein. Du darfst hier noch stärker als deine Liebe den Kopf richtig frei machen mit etwas. Zwei Kelche. Okay, zwei Kelche für deine Liebe und dich. Die ganze Erde, die Schattenseiten von etwas und dann auch die positiven Seiten darin neu sehen. Zwei Münzen einer Medaille. Das ganze Paket. Kommunikation, Widerschnelligkeit, Aktion, Intention, auf den Zeitpunkt warten, den Zeitpunkt erkennen und dann handeln mit etwas. Das ist auch sich einbringen, 5-5 Energie, Veränderung in eurer Dynamik, Veränderung, wie ihr etwas zusammenbringt, wie etwas zusammenkommt. Vielleicht auch das jetzt, dass man sich an ganz neue Sachen gewöhnen muss oder dass man sich an ganz neue Sachen gewöhnt. Sechs Stäbe, da sind sie. Die haben sich jetzt hier schon durchgezogen quasi. Also das ist, dass etwas erfolgreich klappt. Auch das ist richtig schön. Rot aus der Wurzel und dann dieses orange-gelbliche, der Übergang. So wie etwas so für euch auch emporsteigt und sich etwas entfaltet und entwickelt. Drei Kelche. Und die drei Kelche haben wir jetzt auch schon gesehen. Hier einmal gegenwartsorientiert. Die Wiederverbindung für euch. Und dann auch hier in der Linie mit dem Abenteuer für euch. Drei Münzen auch hier. Neu zusammenfinden. Neue Bewegung. Neuer Fluss. Man sagt das so einfach, neuer Fluss in dir finden, neuen Fluss zusammenfinden. Aber es ist eigentlich, das ist auch, glaube ich, so dieses Simple, dass es eigentlich so simpel ist, aber dass man sich jetzt darauf so richtig einlassen kann, auf all das Neue und wirklich so die Perspektive dafür ganz neu öffnet. Die Perspektive neu öffnet. Und für dich ist es stark aus der Energie,
die gegeben hat, neu empfänglich zu sein, neu erkennen und annehmen und akzeptieren und deine persönliche Energie richtig neu dich als Priorität wahrnehmen und deine Wünsche klar im Austausch mit deiner Liebe äußern, dass deine Liebe auch auf deine Wünsche eingehen kann, sodass ihr hier neu zusammen Harmonie schafft. Weil für deine Liebe ist es auch, scheint es sehr wichtig zu sein, die Harmonie zu halten und das Gleichgewicht, das ihr füreinander. Und da seid, das ist auch wieder eure Ähnlichkeit, wie gleich ihr, wie gut, auch aus der Vier-Schwerte-Energie, da kam es schon durch, wie ihr einander versteht und dass ihr neu seht, wie ähnlich ihr seid und dass ihr vielleicht beide auch diese Bestätigung braucht. Füreinander, voneinander. Und dass hier auf jeden Fall etwas zusammen angegangen werden kann. Und es sieht wirklich auf eine Art wie ein neues Abenteuer aus. Oder eine Reise auf eine Art. Und vielleicht hat einer von euch, oder ihr habt es beide vielleicht insgeheim so ein bisschen gedacht, ob ihr dieser Sache wirklich gewachsen seid. Aber ihr scheint dieser Sache sehr gewachsen zu sein. Und ihr scheint auch sehr bereit zu sein. Und Ruhe ist hier immer noch der Schlüssel in der Langsamkeit, wie ihr das Ganze angeht. Aber ein tiefer Wunsch von dir, den du schon lange so mit dir mitgeschleppt hast. Und vielleicht war es immer so ein bisschen eine Frage der Zeit, wann es endlich soweit ist. Und jetzt scheint wirklich die Zeit zu sein, geteilte Energie, Ass der Kelche auf den Narren und dann die zwei Kelche, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Schritt in diese Richtung weiterzugehen und stark, stark, stark zu vertrauen. Damn. Boah, das hat mir gerade einen richtigen Kick irgendwie nochmal gegeben. Du Liebe, ich danke dir für dein Vertrauen in mich als Kartenlegerin. Ich hoffe, diese Legung konnte dir Klarheit zeigen. Und ich danke dir auch für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Und ich freue mich von dir zu lesen. Falls du noch Fragen hast, schreib mir gerne. Und ich hoffe, ich kann dir die Fragen beantworten. Ich wünsche dir alles Liebe der Welt und wir sehen uns.